zurück beim Need for Speed. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Da ich gerade noch Medal of Honor aufgenommen habe. Und wir haben noch zwei Rennen offen. Und wir springen halt jetzt momentan direkt zu den Rennen, weil ich jetzt für den Urlaub aufnehme. Und das ist die erste kurze Folge für den Urlaub. Sonst komme ich nicht mehr hinterher mit der Zeit. Das ist jetzt mein Problem. Und ja, wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen. Und die Folgen werden so zwischen 15 und 20 Minuten lang. Wenn ich es denn wirklich schaffe, und ich hoffe es zu schaffen, ohne wirklich in einem Rennen zu cutten. Wenn es nämlich sein muss, dann ist es halt doof. Ansonsten werden sie vielleicht doch ein bisschen... Ich weiß es noch nicht. Also das steht jetzt in den Wolken. Und ja. Wie gesagt, für mich hat jetzt der Urlaub angefangen, wenn ihr die ersten Folgen seht. Und ja, ich müsste dann noch nicht angekommen sein in Polen. Wenn die Folge, nee, wenn die Folge rauskommt, ich war lange nicht in Polen. Ja, wir fahren gerade ein kleines Checkpoint-Rennen, wie ihr das am Anfang gesehen habt. Ich muss gerade meine Headset ein bisschen richten. Autsch. Und die falsche Richtung, jetzt mich verkacke. Hä? Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Kurve verkackt. Ich war gerade. Ich bin immer noch fasziniert von dem Zeichen, was da gerade kam. Ja, mir fällt gerade nichts mehr ein, weil ich echt so kacke fahre. Zeit abgelaufen. Plus 11 Sekunden. Aber fing das Rennen so gut an. So gut. Naja. Es war extra, damit ihr das Rennen nicht im Cut sehen müsst. Nein. Ja, erstmal wieder ein bisschen zusammenreißen, damit wir das ja in Ruhe dann auch noch doch mal schaffen. Irgendwie verlieren sich momentan meine... Boah, hau ab mit deinem Auto, das gibt's nicht. Ich wollte irgendwas erzählt haben, ich hab's aber schnell vergessen. Passiert mir momentan wirklich öfters, weil ich schon in Gedanken überall bin, nur nicht mehr zu Hause. Ja, ist halt ein bisschen stressig gewesen jetzt in den letzten Tagen. Auto fertig machen und hier und da. Zum Glück waren die Ersatzteile noch rechtzeitig da. Wobei, wenn ich mir jetzt gerade mal... Ach, ich hätte auch gerade ausfahren können. Ah, alles klar. Wenn ich jetzt gerade mal zurückdenke an den Anfang, ich bin noch gar nicht... Ne, bei der Folge bin ich noch gar nicht auf dem Weg nach Polen. Bei der Folge müsste ich eigentlich mein Auto gerade fertig machen. Für die Reise. So müsste das sein. Nicht anders. Ich will euch ja nicht anlügen. Und ja, zum Glück sind die Ersatzteile vernünftig angekommen. So, dass ich dann doch nicht irgendwo auf der Raststätte irgendwo mal eben kurz in das Auto kriechen muss. Hätte ich auch sowieso nicht gemacht. Da wäre ich dann viel zu faul für gewesen. Weil wenn ich auf dem Weg in Urlaub bin, beziehungsweise Urlaub, würde ich das jetzt auch nicht unbedingt bezeichnen, weil es ist halt eine Hochzeit. Und wenn man eine Woche vorher hinfährt, man erlebt den Polterabend mit, man muss die komplette Familie von meiner Freundin abklappern. Oma, Tante, ich weiß gar nicht, wie viele Tanten die haben. Es hat eine riesengroße Familie. Und ich fahre wieder einen Haufen Schotter zusammen. Warum wird denn auf dem Balkon gerade bei mir abgerissen gefeiert? Ich weiß gar nicht, was da umgefallen ist auf dem Balkon. Ich muss gleich mal gucken gehen. Komisch. So, wir haben noch eine Minute Zeit. Ich weiß aber nicht genau, wie lange. Wir haben jetzt noch 40% über. Und nur eine Minute 30. Also du fährst jetzt hier perfekt durch. Und am Ende fehlt dir eine Sekunde oder was. Dann kotze ich wieder. Dann kotze ich so dermaßen. Das gibt's gar nicht. Losfahren. Ein bisschen konzentrieren, weil ich möchte jetzt nicht nochmal von neu anfangen.
Weil ich möchte euch jetzt nicht in einer Folge lang eine Map zeigen, so wie wenn wir Jack fahren würden, wird wahrscheinlich zwei Folgen lang Drag Racing zeigen. Ja gut, das Drag-Rennen ist auch ein bisschen kacke gemacht. Gebe ich sogar zu. Weil du siehst teilweise einfach die Autos nicht und dann fährst du dagegen. Ja, also dann machst du das einmal gut, dann weichst du dem Auto aus und dann passiert, dass du irgendwie mal übergreifend auf eine Spur fährst. Das machst du dann auch einmal, dann steht ein anderes Auto, dann passiert nichts. Dann steht dann wieder ein anderes Auto, dann passiert wieder was. Das ist gerade ein bisschen stressig, vor allem beim Drag Racing. Aber okay, wir lassen das jetzt mal so. Wir müssen ja zum Glück gerade kein Drag fahren. Erstmal wieder gegen die Wand fahren und wir haben es mit Bravour geschafft, würde ich mal behaupten. Und jetzt fährt der Schrotthändler draußen vorbei. Ja, die Alte kann erzählen, was sie will, von wegen Speedracer und so. Uns interessiert das nicht. Weil wir haben noch keine Zeit für. Wir werden aber gleich nochmal zurückgehen. Nee, machen wir nicht. Ich wollte eigentlich nochmal ohne Dodge Viper. Links neben mir. Und rechts neben mir ein Lambo. Habt ihr jetzt mal irgendwie die dicksten Karren aufgefahren, die ihr gefunden habt, oder was? Ihr Schweine. Jetzt war ich wieder irgendwo verloren. Ach ja, genau, ich wollte gerade sagen, vielleicht fahren wir nochmal. Hauptsache die Viper. Oh, Gott. Vielleicht fahren wir nochmal das allererste Rennen, was wir nicht abgeschafft. Leck mich doch am Arsch. Was wir nicht abgeschlossen hatten. Weil ich ja dachte, wir können nicht später nochmal weiterfahren. Was wir auch können. Ach, weißt du was? Das ist mir jetzt zu doof. Das ist mir sehr zu doof. Weißt du, die fahren da ohne Probleme durch und ich bleib irgendwo an irgendeinem Stirbding hängen. Was nicht lustig ist. Kein bisschen. Ich habe auch was. Guckt, seht und staunt. Das Problem ist, es verschwimmt teilweise wirklich mal so extrem, dass du nichts mehr siehst. Alter. So, wir fahren erstmal hier lang. Weil ich meine, die Abkürzung war. Ach, leck mich. War keine Abkürzung. Zumindest jetzt für den ersten Augenblick nicht. Das war aber gar eine Abkürzung und das ist auch eine Abkürzung. Und das wäre auch eine Abkürzung. Und wir können auch hier weiterfahren mit der Abkürzung. Ohne Spaß, wie er nicht um die Kurve kommt. Wie er nicht um die Kurve kommt. Alter, die Karre lenkt gerade mal überhaupt nicht. Das gibt's gar nicht. Ich lenke und die Karre macht gar nichts. Die fährt einfach nur geradeaus. Das ist ja auch Schmott. Modder. Modder. Ich wollte Schmutz sagen und habe Modder gesagt. Da kann das Auto nicht fahren. Natürlich kann das Auto darauf fahren. Aber keine Sticks. Aber okay. Lassen wir jetzt mal so stehen. Wir haben gerade urplötzlich komischerweise guten Vorsprung rausgefahren. Ich weiß noch nicht so genau warum, aber ich verliere den gleich bestimmt wieder. Ich kenne ja schließlich mein Glück. Links, rechts, links, rechts, geradeaus. Siehst du, der ist der Lambo oder die Dodge Viper direkt wieder hinter mir. Ich weiß nicht, wer es ist. Die Viper. Oder war das der Lambo? Ich habe jetzt gerade nur ganz kurz was gegen mich fahren sehen, aber ich habe nicht mehr so drauf geachtet, was das jetzt für eine Form war. Aber ich glaube, das war der Lambo, weil die Viper, die hat mehr Rundungen. Also ich rede jetzt nicht von weiblichen Rundungen, aber sie hat Rundungen, ja. Wow, Alter, das war auch gar kein bisschen knapp. Ja, der Lambo war's. Die kleine Drecksau. So, jetzt nur mal gucken. Dass wir diese Abkürzung gut bekommen, okay. Dann können wir die noch nehmen, dann können wir wieder hier durchfahren. Der Lambo nimmt nur eine und ist trotzdem noch vor mir, das gibt's nicht. Sollen wir die hier jetzt noch nehmen? Naja, eine Abkürzung war es jetzt wieder mal nicht ganz besonders, aber es war mehr oder weniger schon, ne? Können wir hier auch noch durchfahren. Und sind wieder vorm Lambo. Glück gehabt. Jetzt muss ich noch die Abkürzung hier bekommen.
die ich nie so wirklich einschätzen kann. Aber das müsste passen. Sehr schön. Und wieder ein bisschen Vorsprung rausgefahren. Das ist halt der Vorteil, wenn ihr die Abkürzung bekommen ist. Zumindest die letzte, weil die bringt anscheinend... What the fuck? Die bringt anscheinend ein bisschen mehr Zeit als die anderen. Und die ist dann für uns am Ende zumindest Gold wert, wenn es um die letzten Meter geht. Weil der Lambo, der holt so schnell auf, das gibt's gar nicht. Der hängt gleich wahrscheinlich wieder bei uns am Heck. Okay, dieses Mal doch nicht so ganz schnell wie vorhin. Aber vorhin hat er uns ja jetzt schon eingeholt gehabt, dann war jetzt, glaube ich, sogar schon eins vorbei. Momentan haben wir 7 Sekunden Vorsprung. Was mich ein bisschen wundert. Aber das nehmen wir natürlich dankend an. Dafür müssen wir uns dann trotzdem weiter konzentrieren, weil jetzt steht die Sonne richtig toll. So, jetzt mal ein bisschen Nuss rausballern. Dass noch keiner hier die mittlere Spur abgeräumt hat, weißt du? Die habe ich extra stehen gelassen, weil ich gedacht habe, ach komm, irgendeiner von den NPCs, der nimmt die schon mit. Ja, Arschkarte. Keiner hat sie mitgenommen. Sache, also lenken tut der hier gar nicht auf der Spur. Wow, das war mal, oh, fast gut. Das war mal fast gut. So, hier haben wir die Kurve dann rechtzeitig bekommen. So, wir bleiben vorm... Nein. Scheiße. Okay, wir bleiben doch vorm Lambo. Irgendwie prügeln sie sich da hinten ein bisschen. Jetzt müssen wir nur noch die Abkürzung hier bekommen. Und sollten wir jetzt keinen groben Schnitzer mehr machen, sollte es das sein vom Rennen her. Dim, 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 dim. Spannend, 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 spannend. Noch sind wir mitten im Rennen und noch sind wir gut dabei. Wir haben auch, glaube ich, einen halben Kilometer Vorsprung. Das langt. Das langt locker. Sehr schön. Weiter. Dann gucken, ob der Blitzer nah genug ist, weil dann nehmen wir den nämlich noch eben im... Achtung, östliche Streife. Ein Code-6-Zielobjekt wurde gemeldet. Im Drive mit. Mal gucken. Einheiten im Gebiet bitte anrücken. Da kommt der Lambo. Dann kommt erstmal ganz lange gar nichts. Wo sind die zwei da? Wo sind die abgeblieben? Weißt du, da hast du jetzt richtig Bock drauf auf eine Verfolgungsjagd, weißt du? Takedown! Scheiß Bullen. Mein Wagen ist defekt, bin raus. Dein Wagen ist ein Haufen Schrott. Nicht defekt, ein Haufen Schrott, mein Freund. So, komm, Flucht, 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 Flucht. Scheiße. Boah, Glück gehabt. Weil den hätte ich jetzt hundertprozentig nicht mehr ausweichen können. Nochmal eben neu machen. Ja, und weiter geht's. Okay, so ein bisschen recken und strecken. Also jetzt ich, nicht das Auto. So, die Frage ist, wie komme ich da mit Topspeed hin? Weil das ist schon nicht mehr lustig, oder? Ich weiß, dass ich zu langsam bin. Aber das ist hier gar nicht so lustig. Ich probiere es jetzt einfach mal. Und allzu viel Anlauf brauche ich hier nicht nehmen, weil dann vorne eine Kurve ist. Und dann gucken wir mal. Ich nehme die Abkürzung nicht. Und ich versuche es mal so. Das wird nicht lang. Oder? Jawohl, doch, ist lang. Sehr schön. Sehr schön. So, wir gehen zurück zum Unterschlupf. Und liebe Leute, das war es dann von dieser Folge. Wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen wieder.